Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video hier auf Technikcasting. In diesem Video zeige ich euch das Unboxing und den Test vom EasyEgg Music Cube, einem Bluetooth-Lautsprecher für zu Hause und unterwegs. Hier packe ich jetzt im Zeitraffer das Amazon-Paket aus und hier ist auch schon der eigentliche Karton vom EasyEgg Music Cube mit dem EasyEgg-Logo und dem Schriftzug Make it Easy oben auf. Hier eine Abbildung vom Lautsprecher, Leistungsdaten und auf der Seite noch eine Abbildung und die Features. Das Ganze packen wir jetzt mal aus und ihr seht oben direkt einen kleinen Schutz für den Lautsprecher, damit auch beim Versand nichts an das gute Stück drankommt. Links davon liegen die Kabel nochmal separat eingepackt, und zwar einmal das AUX-Kabel und das USB-to-Micro-USB-Kabel. Das AUX-Kabel ist dafür da, dass man den Lautsprecher auch mit den Geräten verbinden kann, die kein Bluetooth mehr haben. Übrigens verwendet der Lautsprecher Bluetooth 3.0 und hier haben wir jetzt noch im Karton die Betriebsanleitung. Des Weiteren hat dieses Bluetooth 10 Meter Reichweite, wenn nichts im Weg steht, und der Lautsprecher bietet eine Leistungszeit von 25 bis 30 Stunden bei mittlerer Lautstärke, und um den Lithium-Akku mit 2600 mAh aufzuladen via USB braucht man um die 3 bis 5 Stunden. Hier jetzt nochmal die Kabel, die ich hier auspacke. Das 3,5 mm AUX-Kabel und USB to Micro-USB. Jetzt packen wir den eigentlichen Lautsprecher einfach mal aus, der übrigens sehr hochwertig wirkt, weil er mit Aluminium umrandet ist. Das sieht natürlich sehr gut aus, aber macht den Lautsprecher auch etwas schwerer, ganz klar. Hier jetzt der eigentliche Lautsprecher, ihr seht schon oben die Tasten, hier auf der Rückseite den An- und Ausschalter, AUX- und USB-Eingang und hier die Vorderseite, die meiner Meinung nach einfach richtig gut aussieht. So schaltet man den Lautsprecher an und ihr seht schon, die Tasten leuchten und vorne blinkt die LED und gerade im Dunkeln sieht das richtig gut aus. Und jetzt eine kleine Soundprobe.